Hallo, herzlich willkommen bei musikmachen.de. Mein Name ist Nico Brandenburg und ich teste heute für euch den D-Walker Ortega Akustikbass. Bei dem D-Walker von Ortega, wie man schon sieht, handelt es sich um einen Super Short Scale, einen Akustikbass, der wirklich für den reisenden Bassisten gedacht ist. Die Mensur hat 620 mm, ist damit, wie gesagt, extra Short Scale. Gucken wir uns den Bass mal an. Der Body ist aus Agatisholz. Der Hals ist aus einem einstreifigen Stück Mahagoni und ist aufgeleimt. Sind Medium-Size-Bünde, 16 Stück. Ja, lackiert alles. Zusätzlich hat der Bass eine Elektronik und also man kann ihn verstärken. Und zwar sitzt ein B-Band-Tonabnehmer hier unter dem Knochen. Außerdem gibt es hier ein, das sieht man kaum, ein Volume-Regler-Rädchen direkt am Schallloch und die Elektronik ist aktiv. Wir haben eine Batterie in einer kleinen Tasche am Boden des Basses befestigt, die man hier durchs Schallloch auch austauschen kann. Hören wir uns das Ganze mal an. Da es sich bei dem D-Walker um einen Akustikbass handelt, hören wir uns den auch erstmal im unverstärkten Zustand an. Dafür haben wir das Mikro hier. Ja, wie man merkt, ist der Bass natürlich sehr leise, er hat einen kleinen Korpus. Das heißt, für eine echte Akustik-Session mit Gitarre und eventuell Cajon wird er meiner Meinung nach nicht reichen, wohl aber für Übe-Sessions zu Hause oder zum Daddeln beim Fernsehen. Hören wir uns den Bass mal verstärkt an. Ja, verstärkt ist das enorm, was da rauskommt. Da klingt er wirklich wie ein großer Bass und ist im Prinzip für jede Situation einsetzbar. Also wirklich mit Band, laut, hat einen guten Sound. Man hat keine Soundmöglichkeiten, man kann ihn nur laut und leise stellen. Das heißt, wenn man irgendwas ändern möchte, müsste man das am Amp machen. Aber das ist ja eigentlich kein Problem. Der Bass kostet 455 Euro Liste. Dabei ist eine Tasche, die zeige ich euch mal. So, sehr robuste Reisetasche, das heißt wirklich ein richtig guter Reisebass oder wenn kein Platz mehr im Auto ist und man den noch mitnehmen muss. Ja, gutes Instrument, schön klein, toll. Das war's von meiner Seite, Nico Brandenburg für musikmachen.de. Ciao.